Weite Teile Europas leiden zum Teil seit fast einer Woche unter einer Hitzewelle und anderen Wetterkapriolen. Besonders schlimm hat es den Norden Italiens getroffen. Stürme und heftige Regenfälle verursachten schwere Sachschäden und hunderte Feuerwehreinsätze. Mehrere Menschen wurden verletzt. Auf Sardinien und in der süditalienischen Region Apulien stiegen die Temperaturen auf über 40 Grad Celsius. Die Unwetterfront erwischte auch Ostfrankreich mit voller Wucht. Nach drückender Hitze kam es in Städten wie Dijon und Straßburg zu sintflutartigen Regenfällen. Besonders hartnäckig hält sich eine Hitzeglocke über Süd- und Südosteuropa. Spanierinnen und Spanier suchten bei über 40 Grad Celsius auch nachts Zuflucht und Abkühlung am Strand. Die Langzeitfolgen der sommerlichen Hitzeperioden sind besonders gut in den Schweizer Alpen zu beobachten. Große Sorgen bereitet der unaufhaltsame Gletscherschwund. But nowadays almost every year is an extreme year where we see a lot of melting and the top of this was reached in the summer of 22 when Swiss glaciers lost about 6% of their total volume. So this was an absolute record that we didn't thought it would be possible. Milde Winter und der deutliche Rückgang von Niederschlag verschärfen das Problem. Auch die Schweiz und Österreich wurden von einer Unwetterfront heimgesucht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h.